Schicken Hut hast du auf. Von wem hast du den gekriegt? Von den Fans. Die haben den heute alle aufgehabt. Und ja, vielleicht war es ja heute der Glücksbringer. Und ich werde ihn auf jeden Fall mit nach Arsenal nehmen. Ich glaube, alle Fans und auch alle Spieler im Kader haben sich so gesehnt, mal wieder einen Derby-Sieg einzufahren. Und das haben wir heute auf eine hervorragende Art und Weise getan. Wir haben wirklich spielerisch sehr überzeugen können. Wir haben Dortmund von Anfang an unter Druck setzen können, haben sie nicht zur Entfaltung kommen lassen. Und es war wirklich ein klasse Spiel und aus meiner Sicht absolut verdient auch. Geil, also ein Derby-Sieg immer riesig. Vorhin dann hier, dann 2-1 gewonnen. Und ja, auch gezeigt, dass wir gegen große Mannschaften mithalten können, wo vorher darüber diskutiert würde, ob wir das können. Haben wir heute gezeigt, dass wir ziemlich gut gespielt haben, sicher gespielt haben und ja, verdient gewonnen haben. Ich fand es unglaublich beeindruckend, wie ihr nach dem Gegentreffer so cool und so ruhig geblieben seid, dass Dortmund überhaupt gar keinen Druck aufbringen konnte. Ja, wir haben heute einfach gut gestanden. Wir defensiv haben wir super eng gestanden, sodass sie nie wirklich Reus in Szene setzen konnten. Und dann auch immer haben wir wieder immer schnell nach vorne gespielt. Und das war einfach ja, eine super Leistung heute. Jeder war hundertprozentig konzentriert bis zur 94. Minute, bis der Schiri abgepfiffen hat. Und das war heute ausschlaggebend. Ich glaube nur, dass wir tatsächlich bis in die Spitze motiviert waren, als wir hier in das Stadion reingekommen sind. Die Schalke-Fans haben uns natürlich enorm unterstützt. Das war wirklich ganz hervorragend. Und dann noch die anderen 70.000, die uns ausgepfiffen haben. Das war echt Ansporn genug heute, um wirklich Vollgas zu geben. Das haben wir von Anfang an getan. Von daher geht das Spiel absolut in Ordnung so. Jetzt sind natürlich einige dabei, die das erste Mal Derby-Sieger geworden sind auf Schalke. Hast du bei denen unter der Woche irgendwas Spezielles gemerkt? Waren die speziell motiviert? Marco Höger zum Beispiel, jetzt knipst er auch noch. Ist ja unfassbar. Ja, zu Marco Höger speziell fand ich, er hat wirklich ein hervorragendes Spiel heute gemacht. Zudem auch Roman Neustädter hat ein ganz fantastisches Spiel gemacht aus meiner Sicht. Hat enorm viele Lücken vor der Abwehr zugemacht und wirklich ein klasse Spiel gemacht. Affele, wo ich ihn gerade auch sehe, nicht nur des Tores wegen, hat er auch ein ganz hervorragendes Spiel gemacht. Nur mal kurz zwei, drei Namen zu nennen, aber hauptsächlich war natürlich der Mannschaftserfolg ganz enorm stark. Wie sehr war das für dich klar, heute zwischen den Pfosten zu stehen? Ja, was heißt klar? Ich habe natürlich gehofft, dass ich drin stehe. Und als ich dann heute erfahren habe, dass ich im Spiel, habe ich mich natürlich riesig gefreut. Und auch nur im Derby zu spielen, dann gewinnen und ja, geiler geht's nicht. Und ja, einfach geil.